Liebe Monika, Donna, liebe Jasmin, freut mich, dass wir uns heute zu dritt treffen können. Wir haben heute ja ein spezielles Thema ausgesucht. Wir wollen einfach mal über Beziehung sprechen, über Krise, also Krise außerhalb der Beziehung, vielleicht auch Krise innerhalb der Beziehung. Und das freut mich, dass ich da mit euch ein sehr spannendes Paar, also so wie ich euch kennengelernt habe, auch sehr im, wo ihr im Einklang funktioniert, wenn man bei dir auf Vorträgen ist, Monika. Und man sieht dann die Jasmin und dich, also dass das sehr, sehr läuft, also in einer Synchronizität, und das finde ich immer ganz spannend. Und ja, und darum freut es mich, dass wir uns über Partnerschaft unterhalten können heute. Danke, lieber Oliver. Hallo, liebe Zuseher. Nur vorweggenommen, ich werde heute etwas zurücktreten. Ja? Also nicht von einem Amt oder sowas, sondern ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten, damit die Jasmin ein bisschen mehr zum Wort kommt, weil, wie unsere Vortragsteilnehmer wissen und du ja auch, Oliver, ich bin nur die Außenministerin, die Innenministerin sitzt neben mir, und wir wissen, die hat manchmal sogar ein bisschen mehr zum Sagen als die Außenministerin. Also vielleicht schafft man das heute in die richtige Richtung. Ja, super. Also ich bin gespannt drauf. Ich habe mir erlaubt, also ich habe es nicht ganz geschafft, aber ich habe jetzt natürlich noch ein bisschen recherchiert beim Tiger in High Heels. Ja, also habe ich reingeschaut und reingelesen. Also liebe Monika, du warst ja auch kein Kind von Traurigkeit. Jetzt hat die Jasmin noch kein Buch geschrieben. Jetzt muss ich mich auf deine Fakten so ein bisschen beziehen. Aber ja, war durchaus ein sehr, sehr bunter und spannender Lebensweg, auch beziehungstechnisch. Und wir kommen dann gleich auf die Jasmin auch zurück, weil was mich da interessiert hat in dem Kapitel Jasmonika, denke ich, heißt es, da ist ja dieses Bild, also da wirst ja du, Jasmin, beschrieben als eher eine, die sagt, okay, so Seelenpartnerschaft war mir ja nie so wichtig, oder ich habe, also das war nie so groß bei dir am Radar, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Und wenn man aber die Monika, also wenn man die Geschichte von der Monika liest, wo er, ist ja die da total auf das fixiert, diese Harmonie und diesen Einklang, also dieses Zusammensein. Und da hat sie sich schon mit ein paar Vögeln auch abgegeben, bevor es Gott sei Dank nicht getroffen hat. Dann schreibt keine Bücher. Und jetzt würde mich das schon interessieren, Jasmin, wie, also die Monika, bei der Monika kann man es nachlesen in Tiger in High Heels, und du wirst vielleicht auch nachher noch was sagen, aber erzähl du mal, wie habt ihr euch kennengelernt und wie war das dann für dich? Kennengelernt ganz romantisch auf Facebook. Da waren wir schon länger befreundet, und irgendwie hat es da dann gerade gepasst, weil es mit der vorherigen Beziehung bei Monika nicht mehr so gepasst hat. Und ja, angeschrieben, ziemlich schnell getroffen, und ja, seitdem sind wir zusammen. Super. Und hast du das auch sofort so empfunden, wie die Monika das beschrieben hat bei ihrem Buch? Mit der Seelenverwandtschaft, ja, wir haben wie viel, 13 Stunden? 13 Stunden am Stück telefoniert. Also stimmt das wirklich? Ich habe mir gedacht, das ist ja, vielleicht... Ja. Nein, das ist kein Schmäh, es war echt, also, obwohl wir beide nicht telefonieren, nicht gern telefonieren, was sehr lustig ist, weil ich in der Telekommunikationsbranche arbeite, aber anderes Thema. Aber für dieses Gespräch hat es gepasst mit Lautsprecher, und das war bis in der Nacht. Und das Spannende war auch, dass ich am nächsten Tag dann nach Bayern gefahren bin und Monika dann gleich mal einen Berg bestiegen hat, ohne zu schlafen vorher. Und aber gesagt hat, sie war so aufgeladen wie nie vorher. Mhm. Also, ja. Ja, super. Und man hört. Und wir haben nicht geschlafen, gell? Also in den 13 Stunden. Wir haben durchgehend, obwohl wir das Telefon, wie die Jasmin gesagt hat, eigentlich hassen, aber wir haben 13 Stunden miteinander telefoniert und haben schon gewusst, wie der andere ausschaut im realen Leben und auch riecht. Also wir haben uns gerochen. Nicht übers Telefon natürlich, aber wir haben ein Gespür für den anderen Menschen gekriegt, wie er wirklich ist, und so sind wir dann auch voreinander gestanden. Ne? Das ist ja spannend. Ich höre ja solche Geschichten öfter auch bei mir in der Praxis. Meistens kommen dann Klientinnen und Klienten so nach einer Woche, nach zwei Wochen und sagen, sie haben jetzt die Traumprinzessin, den Traumprinzen gefunden, und das ist alles eine Einheit.
Und ich mahne dann immer so ein bisschen zur Vorsicht und das einmal genießen, weil die wenigsten schaffen, das zu erden. Das heißt wirklich konkret dann, wo ich sage, ich habe diesen Einklang, ja, der ist ja, der bezieht sich ja dann, ich sage es jetzt von der Chakrenebene her, vielleicht so von Herz, Hals, darauf, aber man muss ja erden auch, man muss ja zusammenleben, man muss ja da was konkretisieren und was schaffen. Ne? Und bei euch harmoniert das offensichtlich so, dass ihr das wirklich dann auch richtig, also manifestieren konntet und auch dauerhaft manifestieren konntet, oder? Absolut, aber es ist natürlich Arbeit dahinter gewesen. Also es ist jetzt nicht so, ja, es hat vom ersten Moment dann gepasst, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag eitel ohne Sonnenschein hatten. Also es ist natürlich, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die auch einiges vorher schon erlebt haben und so und aber auch gewisses Päckchen mit sich tragen, auch durch diese Erlebnisse und so, dass man das dann zusammenbringt, das ist schon Arbeit gewesen. Also das ist jetzt nicht so schnipp und alles war eitel ohne Sonnenschein, so ist es auch da nicht gewesen. Es ist vom ersten Moment an die Verbindung da gewesen, keine Frage. Deswegen haben wir sofort gewusst, das packen wir, das schaffen wir, das machen wir. Wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht hätte es dann eh nicht funktioniert. Ja? Also, weil so ohne diese seelische Verbindung kannst du, glaube ich, viele Sachen nicht aufarbeiten. Ja? Weil das war ja genau das, warum es eben zwischen uns schlussendlich so gut gepasst hat, weil eben, was du vorher gemeint hast, dass bei mir seelische Verbindung nicht so das Thema war oder so. Es war einfach nur so, dass ich war eher der Typ, der gesagt hat, dann habe ich lieber keine Beziehung, als dass es nicht passt. Ne? Und Monika hat eher in den Beziehungen gesucht, die sie hatte. Ne? Und dann eher von einer in die nächste und geschaut, dass es dort passt. Ne? Also das ist der Unterschied, dass der Wunsch, na, ist schlussendlich dasselbe gewesen, aber die Aufarbeitung war eine andere, denke Das hast du wunderschön gesagt. Magst du in Zukunft du vortragen? Nein. Spare mir einen Haufen Haken. Ja. Perfekt auf den Punkt. Perfekt auf den Punkt. Ja, genau so war es. Ja, genau so war es und ist es. Ja. Die Grundschwingung zwischen uns war von Anfang an klar, wir gehören zusammen. Ja. Das haben wir schon empfunden. Und die Problemfelder, die es auch gab und zu kleinen Teilen immer noch gibt, die sind auch immer angesprochen worden. Teilweise auch lautstark, ja, weil wenn man nicht gehört wird, muss man einmal schreien. Aber wir haben uns schon zusammengekauft, ja, und die Grundenergie zwischen uns, so wie ich es wahrnehme, ist immer noch da. Also das nutzt sich nicht ab. Wenn es Liebe ist, bedingungslose Liebe ist, ja, wenn man sie wirklich liebt und von Grund auf gern hat, das kann nicht weggehen. Das ist dann da. Ja, wenn es geerdet wird, ja. Also aus meiner, also wie gesagt, man muss es ja wohl auch hier auf Erden kultivieren, weil sonst hebt sie irgendwo ab und wird was Ätherisches. Ne? Und die konkrete Beziehung, also ich denke jetzt einfach mal, so wie du das, also kurz jetzt zu Monika, also so wie du das jetzt im Tiger oder Tiger in High Heels beschreibst, ist es ja auch schon so, der ist ja auch die Körperlichkeit, die Sexualität ganz was Wichtiges. Also das kommt im Buch auch immer wieder vor. Ja. Und ich denke, das ist ja auch ein gutes Tool, auch Liebe zu erden, sage ich mal, zu manifestieren. Ne. Ja. Ja, Also das so wirklich so auf die Erde zu bringen. Und ihr seid jetzt, seit wann seid ihr jetzt zusammen eigentlich, Jasmin? 2012. 2012. Okay. Das war das Jahr, wo ich die Scheidung hatte. Na gut, ja. Ja, als Transformation, ja, für uns beide offensichtlich. Ja, du. 8. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? 8. Mai 2012. Und ich habe im Januar vorher meine Nahtoderfahrung gehabt, habe dann loslassen, den Wunsch einer Seelenpartnerin völlig loslassen, schon im Herzen noch getragen, aber nicht mehr gesucht. Und dann ist eh, wie Jasmin erzählt hat, über Facebook einer geflattert. Ja. Das ist ja das Coole, weil diese Sachen ja unverhofft kommen. Das ist egal, wie sehr du suchst oder was versuchst, es läuft ja dann eh von selber. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den kann man gleich einmal jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer mitgeben. Also die Sachen einmal locker sehen und loslassen, weil aktiv und da reinkrampfen in manches, das führt dann oft zu nicht den Erfolgen, wie man sich das Genau. vorstellt. Genau.
Oder auch so wie heute haben wir den Mega-Orgasmus. Ja, das weiß jedes Paar, das funktioniert nicht. Ja, das ist, ja, weil es verkopft ist, weil es nicht spontan und bedingungslos im Moment miteinander schwingen ist und dann kann es nur reiben. Und die Kunst ist, finde ich eben, dass man miteinander, dass man zwar Individuen bleibt, aber miteinander schwingt und im Hier und Jetzt ist. Und das ist gerade in einer Zeit, wie während der C-Blödemie, für viele nicht einfach gewesen. Und da sind auch viele Beziehungen auseinandergegangen. Da ist ganz viel zerbrochen. Also das ist wirklich brutal, wie diese Anschauungen, also wie das wirklich so auch ein Brennpunkt für Beziehungen war. Ne? Ja. Auch Freundschaften, ne? Ist klar. Mhm. Und wie, weil es das jetzt schon, weißt du, die Rutsche gelegt hast, Monika, also du hast ja jetzt eigentlich eine also liebe Jasmin, so eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit jetzt als Partnerin. Und wie geht man denn damit um, wenn da auf einmal, also streitbar war ja die Monika vor C und dem ganzen Geschichten auch schon. Aber wie geht man da um, wenn da auf einmal so ein Rampenlicht ist, das ja natürlich auch irgendwie da in die Beziehung mit reinspielen muss? Oder wie habt ihr das gemanagt? Naja, Rampenlicht, das kennen wir beide. Also insofern, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so was Ungewöhnliches war. Und das war von Anfang an auch von unserer Beziehung in irgendeiner Form ein Thema, dass man eben auch im TV war und so weiter, bei verschiedenen Sendungen. Was halt dann was verändert hat, war sehr wohl eben 2015, wo das dann nicht mehr nur einfach eine mediale Präsenz war, sondern eben Angriffe waren, die natürlich uns beide getroffen haben, ja, aber natürlich in erster Linie Monika. Und Monika ist aber eine, wie sie ja viele kennen, eine starke Persönlichkeit, wo man zuerst nicht vermuten möchte, dass da irgendwie eine Depression oder irgendwas dahinter ist. Ja. Deswegen ist das da 2018 auch mir ziemlich spät dann eigentlich erst bewusst gewesen, wie tief das gegangen ist. Ja. Weil wir haben zwar viel drüber gesprochen und man merkt natürlich, der Mensch ist entweder aggressiver oder mehr in sich gekehrt, wie auch immer derjenige sich halt verhält. Ne? Mhm. Aber wenn man immer eine starke Persönlichkeit an der Seite hat, dann merkt man später, glaube ich, dass da wirklich etwas 100% nicht stimmt. Ne? Und da sind wir beide dann später auch erst drauf gekommen, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, in Wirklichkeit das früher zu erkennen, weil sie trotzdem ja immer noch derselbe Mensch war und sie ist eher aggressiv als depressiv, Gott sei Dank. Und wenn halt dann einmal mehr geschrien wird, fällt das noch nicht so auf. Es fällt erst dann auf, wenn es wirklich eine extreme Masse ausmacht und plötzlich sich wirklich Dinge ändern. Also sich wirklich ebenso wie das mit dem in die Arbeit fahren und am halben Weg ankotzen und solche Sachen. Ja. Wenn da fällt einem dann schon auf, da stimmt was nicht. Aber sonst vom normalen Verhalten her ist es ziemlich spät aufgefallen. Ja, das hängt aber auch mit der Selbstdisziplin zusammen, das hast du ja mal gesagt. Mhm. Der Offizier, der ich ja war und im Herzen immer noch bin, der hält aus, zeigt Stärke, überdünkt es noch, nutzt die Energie des Gegners gegen den Gegner natürlich. Ja, das habe ich eh gemacht. Diese Negativenergie von Politik und Medien, die auf mich zukommen, ist natürlich zurückgeworfen, um auf die Themen, die Jasmin ja auch mitvertritt, nach außen zu bringen. Und dann bin ich zusammengebrochen. Ich bin buchstäblich zusammengebrochen, Mitte 2018. Und da ist einiges passiert. Ja. Einiges passiert, was auch mir zu viel geworden ist. Und ich habe es aber Gott sei Dank immer mit der Jasmin ansprechen können. Also die Jasmin hat auch von Anfang an immer Bescheid gewusst. Bevor wir das, muss man sich mal geben, wir waren auf der Hochzeitsreise, waren in England, wo wir geheiratet haben, 2015. Und nach der, war das nach oder vor der Hochzeit? Vorher. Sitzen wir in Südengland an der Küste, wir lieben England, ja, und haben schon mitgehabt auf dem Tablet, vorbereitet mit E-Mail-Verteiler an alle Ministerien, ans Bundeskanzleramt, an den Bundespräsidenten. Das Buch gratis verschickt elektronisch, God Bless You Putin, das ja dann später gedruckt worden ist, also in Buchform gebracht worden ist, in echte Buchform gebracht worden ist, und haben das darauf hingewiesen, es kommt zum russisch-ukrainischen Krieg. Und ich sage zu Jasmin, du,
Bist du sicher, dass ich da jetzt auf Enter drücken soll? Unser Leben wird sicher nicht dasselbe bleiben. Und sie hat gesagt, was soll die Frage? Du musst das tun. Ja. Und es ist ja auch richtig, was du machst. Also es ist da so selbe Sturschädel wie ich. Und ich habe dann auf Enter gedrückt. Das heißt, die Entscheidung, nach außen zu gehen, das war ja auch die Frage, ist gemeinsam gefällt worden. Ja. Und was auf uns zukommt, welche Lawine das auslösen würde, damit haben wir beide nicht gerechnet. Also diese Untergriffigkeit, diese Fiesheit, diese Hinterfotzigkeit, wie manche sagen, Retrovaginalität, ja. Unbeschreiblich, wie das über uns, also hauptsächlich über mich hereingebrochen ist und indirekt natürlich dann auch auf die Jasmin, weil sie es auch mit abgekriegt hat, weil eben auch ich drunter gelitten habe. Also wir reden da über Medienberichte, Verzerrte, wir reden über parlamentarische Anfragen von den Grünen im Nationalrat an den Verteidigungsminister, wann er endlich ausgeschmissen wird. Wir reden von Strafanzeigen, dass das Bundesministerium für Landesverteidigung, für das ich gearbeitet habe bis 2022, wie du weißt, ja, 2015 schon gegen mich Strafanzeigen erstattet hat, im Zusammenhang und Kontext, zeitlichen und inhaltlichen Kontext mit dem Buch. Es gibt in Summe von medialer, politischer Seite 17 dokumentierte, auch teilweise von der Heerespsychologie dokumentierte, ich nenne sie Stalking-Maßnahmen, Verfolgungsmaßnahmen von den verschiedensten Einrichtungen, Organisationen, denen einfach nicht passt hat, was ich sage. Und damit war mir klar, ja, wir haben ins Wespennest gestochen, ich in dem Fall mit einer Analyse. Und weil die Analyse eben gehalten hat bis zum heutigen Tag, ist ja alles richtig, hat sich alles bewahrheitet, leider sage ich, hat man versucht, den Absender der Botschaft kaputt zu machen, weil die Botschaft ist nicht kaputtbar, die ist nicht zerstörbar. Und also mussten sie versuchen, den Menschen dahinter zu zerstören, wie es eh in der Geschichte hunderte, tausende Beispiele gibt. Und mir war nicht klar, was für einen Kraftakt das erfordert, das auszuhalten. Und wie wir wissen, 7 Jahre später ist der Clemens Arbeit dran zerbrochen. Ja? Also ähnliche Geschichte. Er halt völlig zerbrochen. Suizid. Ich habe das Gott sei Dank überstanden, schon vor dem Zählblödsinn. Und daher war es mir ein leichtes, gerade mit der Jasmin, nachdem ich diese schwere Depression überstanden habe, dann ohne Psychopharmaka, wohlgemerkt, das können wir dann eh noch ansprechen, war es für mich dann viel leichter, diesen C-Irrsinn, nicht nur den C-Irrsinn auszuhalten, sondern auch auf Demobühnen zu stehen und meinen Job im Ministerium zu riskieren, weil ich gewusst habe, ich habe schon gewusst, wie das System funktioniert. Und ich hab aber das System ganz schön bei den Eiern gehabt, wie wir wissen. Ja? Und die Vorschulung war wichtig, ja. Wenn du mich jetzt fragst, würdest du das alles noch einmal tun? Ja. Aber anders. Ich wäre nicht mehr so naiv, dass ich ausgerechnet von Rot und Grün politisch eine Unterstützung bekomme. Nein. Ich möchte kurz auf die Jasmin noch einmal zurückkommen. Also danke mal. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast die Monika als stark wahrgenommen immer, ja, und hast deshalb nicht gemerkt, wie es dann eigentlich in ihr ausschaut, beziehungsweise war das dann nie so thematisiert. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, auch in Partnerschaften, also auch wenn es ich merke jetzt von den Klienten her, dass wenn jemand als stark wahrgenommen wird, dass man das nicht glauben kann, dass da was hat. Ganz anders, wenn man den Partner schon immer als ein bisschen schwächer wahrnimmt oder den so ein bisschen drunter sieht, weil dann eskaliert das viel, viel schneller. Und vielleicht ist das ja auch eines der Rezepte, dass du, obwohl die Monika die Krise gehabt hat, die Monika trotzdem als starke Persönlichkeit noch wahrgenommen hast. Kann man das so sagen, Jasmin? Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Das ist auch, es ist auch nicht, dass nichts aufgefallen wäre, sondern einfach nur, dass es eben viel langsamer aufgefallen ist. Ja? Weil dann ist man halt einmal laut, ja? Und es fällt erst dann auf, dass es jetzt dreimal sind, anstatt einmal so auf die Art. Ne? Das ist nicht gleich, fällt einem nicht gleich auf, weil es kann ja irgendwas anderes der Grund sein. Also es muss ja nicht gleich die Welt hereinbrechen, so auf die Art. Ja. Aber natürlich, die Attacken waren ja für uns beide sichtbar. Mhm. Ja. Nur für Monika, muss man auch noch sagen, kam ja auch noch dazu, dass sie ja in der Arbeit auch noch einiges erlebt hat, was nur durch Gespräche natürlich durchgedrungen ist, weil ich ja nicht persönlich dabei war. Ja. Das heißt, da war ja auch noch mal etwas, was sich im Hintergrund sozusagen aufgeschaukelt hat, ja? Was man vorher analysiert hat, wo dann von ihr auch noch die Verteidigung kam,
bestimmten Personen gegenüber, ja, was sie sich nicht verdient hatten in Wirklichkeit, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, aber in dem Moment halt einfach so empfunden wurde, eben auch aus dem Ehrgedanken, aus dem, das kann nicht sein oder die Menschen können so nicht sein, ja, weil man auch selbst nicht so ist, ja, oder nicht so sein möchte. Das eher war das, was es dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Ja. Und jetzt bei eben Corona und so, da waren wir einfach schon vorbereitet, dass gewisse Dinge auf uns zukommen können durch das, was wir tun. Ja. Natürlich ist man bei gewissen Sachen immer noch sauer oder genervt oder überwältigt, was da für Dummheit auch und für Aggression auf einen zukommt. Aber es ist nicht mehr das Gleiche, wie wenn man völlig blank ist, also so völlig unbedarft. Ich sage nur die Wahrheit, was soll denn das sein? Ne? Und plötzlich bricht das eben über einen herein, so wie es da 2015 war und sich dann eben bis 2018 richtig hochgeschaukelt hat. Ja? Das heißt, jetzt kann man mit Sachen besser umgehen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt deswegen nur lustig ist oder so, oder dass man das alles nicht trotzdem sich bis zum gewissen Maß zu Herzen nimmt. Es gibt auch da Momente, wo man sich dann denkt, das kann nicht sein. Ne? Menschen können so nicht sein. Aber man muss dann einfach aussieben und dann einfach sagen, okay, man hat die Leute an seiner Seite, die gut zu einem sind, und muss halt dann noch rigoroser einfach Entscheidungen treffen, Menschen einfach aus dem Leben zu streichen, mit denen es nicht geht. Und der Freundeskreis ist halt dann kleiner geworden. Aber das soll so sein und das ist wahrscheinlich auch gut so, weil in Wirklichkeit eine echte Freundschaft, die kann man an einer Hand normalerweise abzählen, die Menschen, die man so um sich hat. Nur vorher, bevor man solche Sachen erlebt, denkt man halt oft, dass alle Freunde sind oder alle Menschen sind so, wie man selbst ist oder sein möchte. Aber so ist es nicht. Tja. Ja. Wie war? Aber ich möchte sagen, wir haben Pseudo-Freunde verloren, einige, aber viele, viele echte Freunde gewonnen, und die kannst, da brauchst du schon 4, 5 hin inzwischen, ja, das abzuzählen, und auch die Energie, die auf uns beide, auf Demos zukommen ist und während und insbesondere nach Vorträgen und Seminaren, wo Leute kommen und sich auch bei der Jasmin bedanken und erkennen, aha, wo Monika Donner draufsteht, ist auch die Jasmin Donner zu 50% drinnen, auch in der Buchherstellung. Ja? Also die Jasmin macht den ganzen Satz, den Buchsatz, das Layout, die ganzen Zeichnungen, macht den Vertrieb. Das heißt, sie holen sich jetzt auch schon eine Widmung im Buch von der Jasmin ab, und das ist gut so. Ja, natürlich habe ich es geschrieben und recherchiert hauptsächlich, aber es ist eine Teamarbeit, und diese Teamarbeit hat uns letztlich auch zusammengeschweißt und ist für mich eine ähnliche Energie wie die, wenn die Leute im Vortrag oder beim Seminar da sitzen und auf einmal entsteht, du hast das jetzt zweimal mitgekriegt, kommt ab einem gewissen Zeitpunkt dieser fast schon natürliche Gleichklang, wo Menschen ruhiger, achtsamer sind und sie mehr spüren, wo manche zum Warnen an, also positiv brennenden Augen kriegen, weil sie ihre innere Kraftquelle wieder spüren und merken, sie sind nicht allein. Ja? Und beim Verabschieden sie noch mit einer Umarmung praktisch bei uns bedanken. Für uns ist es ein Danke, wenn sie jemand bei uns mit einer Umarmung da kommt und kein Zwang oder irgendwas. Es ist schön, also es kommt viel zurück, und das vergisst man aber auch oft im Alltag, wenn man es mit den Dummen auch zu tun hat. Weil du weißt, wie es ist im Leben. Du kriegst 100 Komplimente und einer sagt, du bist schier oder dumm. Na, was bleibt hängen? Oft das Negative. Und das ist eine Kunst, dann das Negative einfach einmal auszublenden und zu realisieren, hey, 99% sind super. Gerade in unserem Umfeld jetzt. Also unser Umfeld hat sich neu strukturiert, ist wie von selbst entstanden. Und macht auch Freude, sich darin zu bewegen. Also mir zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Okay. Also auch hier ein Gleichklang. Ja, also das hast ja du, war, glaube ich, deine einleitenden Worte, dass du so wahrgenommen hast, dass da gewisse Synchronizität oder irgend sowas hast du gesagt, glaube ich, oder? Mhm. Ja, das ist schon da. Das tut auch gut, weil man weiß, man kann sich, ich weiß, ich kann mich auf die Jasmin verlassen in ihrem Bereich, sie weiß, sie kann sich auf mich verlassen in meinem Bereich. Oft
kommt man dann auch auf was drauf, wie man sie noch verbessern kann und artikuliert Dinge so, dass es im Sinne der Sache besser wird. Das hat man auch gelernt. Also das haben wir miteinander, finde ich, ganz gut bewältigt bis jetzt. Genau. Wir sind ziemlich eingespielt. Ja, super. Und kann wer von euch, ich stelle die Frage jetzt offen an euch beide, wer gibt denn den Ton an bei euch? Wenn wir schon von Gleichklang reden. Das ist immer relativ betrachtet. Das kommt darauf an, um was es geht, aber also es hat jeder seine Aufgaben. Ich empfinde das nicht so, dass irgendjemand jetzt in dem Sinne den Ton angibt, dass einer mit dem Doch, ich. Na, Scherz beiseite. Ich. Nein, stimmt eigentlich. Nein. Also wenn es um die Projekte im Großen geht, dann kommen die meisten Impulse von mir. Wenn es dann um die Details geht, Innenminister, kommen die meisten Impulse von ihr und das durchwegs auch mit einem Ton, wo man sagt, hey, super, da kommt da nicht nur ein Feedback, sondern da kommt ein Wille, ein artikulierter, wo ich dann auch mitschwingen kann. Ja? Wurscht, ob das jetzt da die Abrechnung mit dem Finanzamt ist, wo ich mich teilweise überhaupt nicht auskenne, ja, wo sie die Expertin ist, oder ob es um Buchsatz geht oder um ein Format für etwas, was wir auswählen, oder um eine grundsätzliche Entscheidung, soll ich da Ja sagen, soll ich da Nein sagen. Also ich frage sehr oft die Jasmin, da ist sie oft auch mein Gewissen, im Sinne von, wenn ich strudel von einem Termin zum anderen, dann ist sie mein Ruhepol, wo ich sage, okay, nehmen wir mal das auch noch. Nein, in dem Punkt nicht, ja, in dem Punkt schon. Und wenn man nachfragt, warum, dann hat sie grundsätzlich auch immer die logische, rationale Antwort parat. Das heißt, passt gut. Okay, und also mir kommt es jetzt einfach nur so vor, also es ist jetzt nur so ein Impuls. Also es ist ja so, dass ihr beide, kommt es mir vor, also ihr gießt ja da gemeinsam was in Form, seien das jetzt Buchprojekte, Monika, Jasmin, wie das jetzt beschrieben wurde. Und das ist ja irgendwie so, wenn ich das jetzt rein von der Energie immer sehe, bei Beziehungen ist es ja, denke ich, immer wichtig, dass ich sage, was ist die Vision für eine Beziehung? Ja, also immer, wenn mich wer fragt, dann immer so, na, bei uns ist die, oder wer sagt, meint, da ist die Luft draußen oder ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann frage ich immer, was sind eure gemeinsamen Projekte? Das ist eine meiner Hauptfragen immer in Beziehungen. Jetzt haben wir natürlich keine Therapie, aber mich würde es interessieren und auch eben für die Zuhörer, was ist, gibt es eine Vision, könnt ihr über eine Vision sprechen, wo man sagt, was ist das Team, Jasmin, Monika, was sind so Ideen, Projekte, Visionen? Dass wir weiter die Vorträge machen, beziehungsweise jetzt gehen wir auf die Seminare über, haben wir beschlossen, dass wir weiter Bücher machen und das Endziel sozusagen, oder wie auch immer, das ist ein blödes Wort, ist, dass man irgendwie vielleicht doch noch ein Häuschen am Waldrand hat oder so und da dann entweder gar nichts mehr macht oder von dort eben nur mehr sozusagen als Kopf agiert, aber alles andere macht wer anderer. Ja? Sollten wir aber für immer hier in dem Haus sein, was auch ein schönes Haus ist, sind wir auch nicht unglücklich. Also wir haben aufgegeben, irgendwie so übermäßige Pläne zu machen, weil es eh immer anders kommt, als man denkt. Ja? Also wir sind jetzt im Haus von meiner Oma, ne? Und da sind wir ziemlich happy. Es geht immer besser, es geht immer, also eben ganz alleine natürlich in irgendwo am Ende der Welt wäre natürlich unser Optimum. Aber ich sage jetzt mal, wir sind in einer Siedlung, wo nur Pensionisten sind. Im Moment ist ein Haus neben uns leer. Also es ist eh okay, so wie es ist. Wir haben einen Garten, wir können unser Gemüse anbauen und so. Also Wir haben es schon angebaut. oder wir bauen es schon regelmäßig an. Also es ist schon Bauen so. auch miteinander Möbel. Ja. Wir bauen miteinander Möbel. Ja. Das sind auch Projekte. Ja. Also wir haben Ja. unser Bett, wir haben schon drei Betten inzwischen miteinander gebaut für verschiedene Wohnungen und Leute. Und wirklich mit zwei Laden pro Bett, also ein Ladenbett. 2 Meter mal 1,80, selbst gebaut aus Holz, selbst getischlert, Einlass mit Wachs und so weiter, fester Rahmen, damit das auch was aushält, ist bewiesen. Ja, und auch andere Projekte, Küchenmöbel, Wohnzimmermöbel, im Garten baut die Jasmin selbstständig, also das hat sie von mir.
gelernt, wie man mit Holz praktisch Verbindungen, wie man das verschraubt, wie man tischlert, das macht sie alles schön eigentlich. Sie hat ein Regal baut für einen Keller unten, da schnallst du ab. Ja. Also da, das hat Facheln, wo du Flaschen auch reinlegen kannst, ausziehbare Elemente und so weiter. Also wenn es das ein Tischler macht, also ein Tischler sagt garantiert, welcher Tischler hat das gemacht. Und es hat damit begonnen auch, dass wir gemeinsam Modelleisenbahn, wir haben eine riesen Modellbauanlage, das ist auch ein Hobby von uns, wo wir einfach unsere Auszeit auch einfach haben. Und dann brauchst du keine großen Visionen und Pläne mehr, weil wir brauchen auch nicht mehr großartig wo in Urlaub fahren, weil wir sind schon gerne mal, wir waren ja jahrelang in England, Frankreich, an allen Kraftorten dieser Welt haben wir Fotos gemacht, auch die Kriegsschauplätze für die Bücher natürlich und Archive haben wir uns angeschaut, das miteinander, aber das hat sich dann einmal gesättigt, auch dank der C-Blöde mir und gesagt, eigentlich ist daheim auch wunderschön, ja. Und haben mit Modelleisenbahn etwas gefunden, also Spur 1 auch, nicht nur die H0, die kleine, sondern Spur 1, so die große, das sind wirklich riesengroße Lokomotiven, 10 Kilo schwer, so ein Ding, ja, wo das Kind in uns auch zum Tragen kommt und wo du einen Kurzurlaub für die Seele machen kannst. Also, das macht Spaß, diese Welt im Kleinen sich anzuschauen. Hat übrigens die Jasmin für uns entdeckt, nicht ich, gell? Also, das. Aber nicht das auch noch, habe ich gesagt. Aber dann sind wir ganz schön gewachsen in das Hobby und hat doch aus der Depression rausgeführt. Ein Hilfswerkzeug, um die Depression zu überwinden. Es hat dann begonnen, die große Anlage zu bauen, und das war eben mitten in 2018, eben in der schwersten Zeit. Und eben durch diesen Bau der großen Anlage, was echt wie lange, ein halbes Jahr sicher gedauert hat insgesamt. Einer hat gesagt, wie viele Jahre hast du braucht? So wird nicht einmal ein Jahr, ein halbes Jahr, ich baue Halbjahr, keine. ja. Mit Holzkonstruktion aus Fichtenholz, also wirklich schön. Also du kannst draufsteigen auf die Anlage, auf jeden Teil, ja, und Dinge herausnehmen, Elemente wegnehmen, Signalbau. Der Karl, also der Schwiegervater, der Papa von der Mama, hat mich gelehrt, richtig zu löten, wie das geht. Ja, da alle Kabel verlötet und alles aufbaut. Wir reparieren Waggons, Eisenbahn, wir bauen selber Eisenbahnwaggons an, solche Sachen. Nach unserem Gutdünken Panzertransportwagen natürlich, ganz klar, ganz klar. Ja. Was sonst? Schwertransportwagen für Kampfpanzer. Also, das sind Projekte, die entstehen oder sind entstanden, nicht aus einem Plan heraus, sondern wir sind einer Intuition gefolgt, was uns Spaß macht und haben das gemacht. Und dann ist es natürlich geplant worden, aber nicht vorher da der Gedanke, so soll das sein. Sondern wir sind einem Herzensimpuls gefolgt und hat was Gutes bewirkt für uns. Also wirklich so eine Unternehmerinnenbeziehung, kann man sagen. Also wenn ich das so richtig raus, also man unternimmt was. Und weil du die Depression erwähnt hast, Monika, das ist natürlich, dieses Tun ist natürlich ein wesentlicher Weg, denke ich, aus diesem tiefen Tal. Ne? Also nicht stehen bleiben. Ne? Wenn man durch die Hölle geht, bleib nicht stehen, ungefähr. Frei zitiert. So, ich bin zu der Zeit mehr Radl gefahren denn je. Also, ich habe ein Fatbike, so dicke Reifen. Ja. Ich bin mit dem Fatbike in der Woche um die 200 Kilometer gezogen durchs Gemüse. War laufen, barfuß draußen. Wir waren schwimmen. Wir haben uns in Bachbette und Flüsse eingelegt im Sommer zum Abkühlen. Bäume umarmt. Wir waren viel im Wald. Wir waren Bergwandern in der Woche gute 20 Kilometer. Also, ich habe meinen Körper neben dem Kraftsport noch zusätzlich ziemlich in Bewegung gehalten, weil mir klar war, ich bin nicht umsonst diplomierte Lebensberaterin, aber das hätte ich gar nicht braucht dazu, allein schon, weil ich einen hohen Bewegungsdrang habe. Ich habe gewusst, die Bewegung ist Teil meiner Heilung. Ja. Das war wichtig und wir haben es auch miteinander. Zumindest Radlfahren gehen wir auch, weil da ist Matthias Minn ein bisschen zu langsam. Nein, ich muss ziehen, und vor allem, ich höre ja Heavy Metal, während ich fahre. Ja, also, ich habe ja AC/DC, Motorhead und alles im Ohr, während ich fahre. Und da geht es ab und dann power ich mich aus und komme heim und dann bin ich gern wieder daheim, weil ich habe es ja vermisst, auch irgendwo gehabt, so skurril das jetzt klingt, irgendwo hinzufahren. Ich war ja 32 Jahre lang gewohnt, in den Dienst zu fahren. Ja. Und zuletzt 2018, kurz bevor ich zusammengekippt bin, bin ich mit dem Radl jeden Tag 40 Kilometer in die Arbeit und dann wieder zurückgefahren. Und auf halbem Weg hin habe ich mich angeschrieben. Und da war mir klar, das geht nicht mehr. Ja. Und dann sitzt du daheim.
Was tust du dann? Und die Ungerechtigkeit, aha, vielleicht verliere ich den Job, nur weil ich einmal die Wahrheit gesagt habe. Ich werde verfolgt für Dinge, die ich richtig festgestellt habe, um die Bevölkerung zu warnen. Jetzt sitze ich da und wer hilft mir denn? Ja, natürlich gibt es in einzelnen Funktionen Leute, die mich immer unterstützt haben, auch beim Heer. Ja, da waren super Leute. Auch im Ministerium waren super Leute, die hinter mir gestanden sind, aber verdeckt natürlich. Ja. Aber im Endeffekt, das Hadern mit der Ungerechtigkeit, das hat mindestens ein Jahr dauert. Ja, den Schmerz habe ich aufarbeiten müssen, auch durch die Bewegung. Das hundertfache Zerpflücken, diese Gedankenspiralen, sie als solche zu erkennen und einmal ziehen zu lassen und dann endlich den Schritt in die Privatwirtschaft zu wagen und den eigenen Verlag zu gründen, das hat eh schon 3, 4 Jahre auf sich gewartet. Ja. Wer war mit Verlagen, wo meine ersten 2 Bücher rausgekommen sind, nicht die besten Erfahrungen gemacht, unter uns gesagt, ja. Und, oder auch hier öffentlich gesagt. Und das hat auch nicht unbedingt zu meinem Wohlbefinden beigetragen, weil ich halt ziemlich perfektionistisch bin, was eine Buchproduktion betrifft. Und wenn ich dann mitkriege, wie halbherzig das teilweise mitgemacht worden ist, dann war die Entscheidung klar, es muss auch ein eigener Verlag her. Und je mehr ich mich über Modelleisenbahn und Gartenbau, Bettenbau und gewisse Dinge dann auf den Verlag konzentriert habe, umso mehr ist das andere verschwunden. Es ist unwichtiger geworden. Es ist ganz wichtig für depressive Leute, ein positives Ziel zu finden, worin man sich verwirklichen kann, was einem wirklich der eigenen Begabung entspricht. Ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist die Heilung. Ja, also es gibt ja viele, viele, die so tief in der Depression stecken, dass dann teilweise gar nichts mehr geht. Also ich sehe es ja immer, also bei mir ist es immer so, es gibt diese Depression, Burnout, wo man sagt, okay, da kann man noch, ich nenne es jetzt wieder Kraft, Erdung, Lebensenergie herstellen, und dann gibt es die Resignation, was ja wieder ein ganz anderer Punkt ist. Ja. Und eben in der Resignation ist, denke ich, noch einmal ein ganz anderer Zacken. Aber wenn ich sage, okay, ich denke, du kennst ja auch diese, ich nenne es jetzt einmal die Backöfen deiner Identität, wenn man so den Tiger in High Heels ist, also man so sagt, okay, da gibt es diese Formung, dass man mal sagt, okay, wer bin ich, wie stehe ich zu mir, kämpft es dann wieder durch. Dann kam der nächste Mut, das eben auch dann im beruflichen Umfeld auch noch einmal zu leben, und dann mit deinen Büchern auch, wo man sagt, okay, ich gebe das in ein Umfeld und merke, da wird ungnädig damit umgegangen und ich werde da angefeindet dadurch. Und jetzt muss ich wieder einen Weg finden quasi, wo ich sage, wo findet denn, weil schreiben möchte ich, ja, wie finde ich denn da ein Publikum vielleicht auch? Ich werde zwar noch angefeindet, aber ich habe ganz einen anderen, natürlich Streuwinkel auch dadurch, ne, durch einen anderen Verlag, und kann mich da auch anders entfalten. Also ein Satz von mir noch dazu, dann mag ich dich erst nicht länger bremsen, aber ich habe das, für mich war wichtig die Erkenntnis vor der C-Blöde mir schon, Österreich ist inzwischen eine offene Psychiatrie. Ja? Das war mir 2015 klar. Es war mir klar. Ja? Zuerst ist mir gesagt worden, weil ich durchgesetzt habe beim Verfassungsgerichtshof, dass transidente Menschen nicht mehr gezwungen werden, sich genital anpassend operieren zu lassen, also OP-Zwang, genital verstümmelnd. Das habe ich, du weißt, ich habe dazu beigetragen, über ein Verfassungsgerichtshof hat man Recht gegeben, ist ja in Deutschland Rechtslage geworden, OP-Zwang ist Geschichte gewesen, 2010 in Österreich, 2011 in Deutschland. Und da wurde gemunkelt in gewissen Kreisen, die ist aber extrem links. Und ich habe mir gedacht, was hat das mit links zu tun? Völlig idiotisch, ja. Und dann, wie ich die Analysen veröffentlicht habe über die Massenmigration, dass Menschen tatsächlich missbraucht werden, in ihr Leid missbraucht wird, um andere Länder zu destabilisieren, und wie man das lösen kann, dann ist mir gesagt worden, du bist rechtsextrem. Was hat das alles mit links und rechts zu tun? Das ist eine Analyse, eine klare, und ein Lösungskonzept gleich mitgereicht, wie man es verbessern kann. Das hat für mich nichts mit links und rechts und schon gar nicht mit einer politischen Richtung zu tun. Und da war mir klar, okay, wir leben in einer offenen Psychiatrie. Und diese Erkenntnis war wichtig. Sie war wichtig, um vor mir selbst bestehen zu können. Wie du sagst, der Backofen, Tiger in Heils, ja, ich habe eine Kraft und ich gehe ja gerne in Steckelschuhe. Das heißt, ich bin durchwegs auch ein zartes Wesen. Aber ich weiß, dass meine Kraft dazu dienen kann, mich am Leben zu erhalten. Und das ist die Grundvoraussetzung im Leben, dass ich auch psychisch, geistig, seelisch bestehe. Darum hat die Depression bei mir zwar
eineinhalb Jahre fast eine Chance gehabt, aber wir haben gewusst, das ist absehbar, ja. Und das war quasi auch, also Jasmin, war dir das auch klar, dass man da wieder durchkommt? Also hast du immer auch so dieses Licht am Ende der Krankheit so ein bisschen gesehen oder hast du es gespürt in der Zeit? Oder ehrlich gesagt, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob wir da jetzt irgendwo drinnen sind oder ob wir da jetzt irgendwo anfangen oder enden oder irgendwo raus müssen oder keine Ahnung. Wir haben einfach unser Leben gelebt, haben halt dafür eben Sachen intensiver gemacht, wie eben mit der Eisenbahn spielen, Zeit miteinander verbringen, wandern gehen, ne? Und haben einfach diese Sachen gemeinsam gemacht und damit ist es eh von selber sozusagen rausgekommen. Also es gab jetzt keinen so einen Plan, wie kommen wir raus oder wir müssen da raus oder so. Eigentlich haben wir es ja dann, so ist es ja eigentlich erst nachher analysiert, was passiert ist, was abgegangen ist. Ja. Ne? Das war gar nicht so, dass man in der Zeit jetzt gesagt hätte, okay, da ist jetzt eine Depression und die muss man jetzt irgendwie behandeln oder keine Ahnung. Wenn jetzt nicht der Herr Psychologe da gesagt hätte, eben, dass man da eben auch sich mit Psychopharmaka was machen könnte und keine Ahnung, dann wäre uns das gar nicht eingefallen. Also gemeinsam nicht und Monika alleine sowieso nicht. Ne? Kleine Korrektur, das war nicht der Heerespsychologe, ja, ja. Der Amtsarzt war das. Ja. Nein, muss ich richtig stellen, weil der Heerespsychologe ist super. Ja. Also der ganz top gewesen. Also bestens aufgehoben. Und die Jasmin, ich habe sie ja mitgenommen auch und es hat gepasst, dass sie ja dabei war, damit sie das alles mitkriegt und wieder umgegangen wird. Und auch, dass ich Unterstützung, dass ich Hilfe habe, das war schon wichtig. Aber das Licht am Ende des Tunnels sozusagen, das haben wir, glaube ich, beide gesehen. Ja, weil ich habe ja trotzdem auch hin und wieder blädelt Sachen gemacht, wo man dann gemerkt hat, hey, weißt du, was ich meine? Also es gibt nur Lebensgeister quasi. Also es ist nicht alles erloschen. Ja. Ja. Und was ich ja interessant finde, ist, also ihr habt in dieser Zeit auch Beziehung gelebt, weil ja Beziehung trotzdem was ist, was ja auch Energie kostet. Ja, also es ist mit anderen Menschen, also das möchte ich jetzt nicht irgendwie so sarkastisch oder so sagen, aber das ist was Anstrengendes. Sich beziehen kostet Energie. Ja. Und das ist ja bemerkenswert, wenn man dann sagt, okay, ich hab diese Erschöpfung, ich kann aber verorten, wo kommt das her? Ja, also ich bin auch in dem Loch, aber trotzdem wird Beziehung gelebt. Also wie, was ist da das Geheimnis, Jasmin, dass man das schafft? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es so ein Rezept gibt, nur so und anders oder so. Ich kann es jetzt nur beurteilen aus dem, was wir erlebt haben, eben, wie gesagt, es war die ganze Zeit, während es war, kein Gedanke daran, dass es da ist oder dass da eben eine Depression im Raum steht oder so. Es war einfach Leben da. Ja? Und manchmal war es anstrengender, keine Frage. Ja? Wenn dann öfter mal ein lautes Wort kommt oder wenn schon eine Kleinigkeit vielleicht zu einem Ausbruch führt, was vorher kein Thema gewesen wäre, keine Frage. Aber ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, wo ich das jetzt großmächtig in Frage gestellt hätte oder jetzt irgendwie überlegt hätte, okay, wann hat das ein Ende oder so, ne? Sondern da hat einfach Leben stattgefunden. Und ich glaube, das ist auch eins vielleicht der Rezepte, dass eben dauernd etwas war. Also es war jetzt nie kein Stillstand. Ja? Mein Papa war dann auch immer da am Wochenende und so weiter. Zu der Zeit sind wir gerade erst ins Haus gezogen, das heißt, er war öfter da. Dann war da auch eine Nötigkeit von eben dieser Zwischenmenschlichkeit, die du meinst, die zwischendurch auch anstrengend war, keine Frage. Ja? Wenn man viel Zeit miteinander verbracht hat, wo dann auch für uns vielleicht Zeit draufgegangen ist, keine Frage. Aber irgendwie war es dieses gesamte Konzept, dass man beschäftigt ist, das gar nicht so viel Zeit gelassen hat, über irgendetwas nachzudenken. Ja. Also das war im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich sogar gut, wenn es in dem Moment auch manchmal ziemlich anstrengend war. Ich glaube, es wäre aber schlimmer gewesen, es wäre nichts passiert, sozusagen. Also es wäre Ruhe gewesen und man hätte nur Zeit gehabt zum Grübeln. Ich glaube, das wäre viel schlimmer gewesen. Ich wollte nie eine Diagnose sein. Ja, also mir war klar, die Diagnose schwere Depression ist wichtig, um mich zurückzuziehen, die Wunden zu lecken und dem System Energie zu entziehen. Also taktischer Rückzug, ganz klar. Aber also kein taktischer Krankenstand, aber ein taktischer Rückzug, ja, weil es war nötig, dass ich mich zurückziehe.
um die Wunden zu lecken und zu heilen. Aber das war jetzt ein Arbeitsbegriff, Depression. Jede Depression ist wahrscheinlich anders. Ja? So wie jeder Mensch anders ist, kann man nicht vorstellen. Es gibt gewisse Muster bei Depressionen, ja, aber es ist, wenn man sich drauf versteift, dauernd, ah, ich habe jetzt Krebs, ah, ich habe jetzt das, ah, ich habe jetzt das. Na, das war nie da. Und wahrscheinlich auch, weil ich seit meinem 30. Lebensjahr spätestens zen-orientiert lebe. Das heißt, ich schaue den Dingen ins Gesicht, so wie es ist, und atme tief durch und versuche und schaffe es auch oft, im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Das ist der Schlüssel. Und im Hier und Jetzt sein heißt auch in der sogenannten Beziehung, die dann zur Partnerschaft ist oder sein kann, in einer Liebe, wenn man miteinander lebt, dann bezieht man nichts voneinander wie im Supermarkt. Ja? Du hast es eh gelesen, Tegan Hiles, da ist mir das witzige Wort eingefallen, Beziehungssupermarkt. Ja? Also die Frau bezieht vom Mann, was sie nicht an Animus hat. Und was ihm an Anima, also an weiblicher Energie, fällt, bezieht er von ihr. Das war bei uns nie nötig, weil wir beide schon immer anders waren. Ja, die Jasmin ist zwar eindeutig sehr sanft und femininer, aber auch rational sehr stark strukturiert. Ja? Das heißt, sie ist auch sehr stark lösungsorientiert. Wo andere vielleicht weinerlich werden und in die Knie gehen, wenn ein Problem ist, packt sie voll an. Und lebt und steht ja ihren Mann, wenn es zu viel ist. Ja? Das heißt, ich finde, wir sind beide nicht in einer Beziehung, sondern in einer Partnerschaft, so wie es sein sollte. Natürlich sieht man das nicht immer, wenn es mal Probleme gibt. Ja, dann ja, klar, man entwickelt sich ja auch weiter, aber und miteinander vor allem. Aber es war nie der Ding, du musst jetzt das für mich tun. Also unsere Liebe ist bedingungslos. Okay. Und bedingungslose Liebe. Also wie definierst du das, die bedingungslose Liebe? Das ist ja so ein Begriff, das hört man ganz, ganz oft. Ja. Und es ist immer schwer, das ein bisschen so zu benennen oft, denke ich mir. Ich meine, ich sage schon, okay, auf der Oberfläche her, ich liebe dich auch, wenn du, keine Ahnung, älter wirst oder diese Haare, also an Oberflächlichkeiten das festmachen, ist ja relativ einfach. Ja. Aber dieses, was für eine Strategie dann wirklich bedingungslos zu lieben? Das schließt sich aus. Eine bedingungslose Liebe vertraut keine Strategie. Sie ist da, Oliver, oder sie ist nicht da. Ich habe ja gemerkt, wie es ausgesprochen habe, was sie kurz zusammengezogen. Ja, ich wollte ja fragen, wie geht es jetzt mit meiner Definition? Bedingungslose Liebe sagt ja das Wort schon. Die Zuwendung dem anderen gegenüber, die ehrliche Herzensenergie von Herz zu Herz ist da. Das kannst du weder erzeugen, noch kannst du es von einer Bedingung abhängig machen. Wenn du das tust, ist es vorbei. Dann war es nicht rein, dann ist es nicht echt. Ja. Wir haben das Glück, dass wir das miteinander erlebt haben. Beide haben wir einiges erlebt, dass es überhaupt so sein durfte. Und ich glaube, das kannst du nicht erfinden. Das passiert dann, wenn es passieren soll. Es ist Gott sei Dank bei uns passiert. Und ich kann es nur so erklären, ich spüre die Jasmin erst nicht gern. Und ich fühle mich in ihrer Nähe wohl. Ja, wir waren, glaube ich, jetzt in die 10 Jahre 2 Nächte oder 3 Nächte getrennt durchs Ministerium, wenn ich irgendwo auf einer Dienstreise war einmal oder so, oder jetzt in Oberösterreich bei einem Dreh für einen Film, wo die Jasmin leider nicht hat mitkommen, da vermissen wir uns die Nacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir da Todesqualen leiden, aber die Energie des anderen fehlt. Ja? Und wir fühlen uns, also ich kann nur für mich sprechen, ich fühle mich mit der Jasmin komplett. So geht es mir auch, und es gibt, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen einer Bedingung und einfach gewissen zwischenmenschlichen Regeln, die man dann auch hat, weil man sich eben so lange kennt und weiß, wie der andere funktioniert, und dass man eben gewisse Dinge nicht tut, weil man genau weiß, dass das der andere nicht will oder dass das dem für den anderen nicht angenehm ist oder wie auch immer. Ja? Das ist aber für mich keine Bedingung, sondern es sind einfach gewisse, was man auch in einer Freundschaft hat, einfach, dass man auf den anderen eingeht und dass es einem nicht wurscht ist, ob der andere das jetzt gut oder schlecht findet. Ja? Natürlich gibt es auch Sachen, so wie eben, man geht dann allein Radfahren, weil man halt auch zwischendurch mal schnell fahren will, wir fahren auch gemeinsam, aber eben
Die größten Touren macht sie alleine, weil sie eben schnell fahren will. Dafür mache ich andere Sachen. Dann mache ich halt meine Basteleien oder ich habe mein eigenes Fitnessprogramm oder keine Ahnung. Ja, man muss ja nicht jede Sekunde aufeinander picken, aber das ist auch ein Unterschied, ob man eben das als Aufeinanderpicken empfindet, wenn man zusammen ist oder ob man gern zusammen ist. Und das ist auch etwas, was du angesprochen hast, dass in der Corona-Zeit eben viele Beziehungen auch auseinandergegangen sind, nicht nur weil Meinungen unterschiedlich waren, ja, oder Standpunkte, sondern auch weil Leute es nicht ausgehalten haben, dass sie plötzlich 24 Stunden zusammen waren, ja, durch Homeoffice und was auch immer. Ja. Und für uns war das der größte Segen auf Erden. Ja, Ja. absolut. Und dass wir das in der Form auch bis zum, also zum größten Teil jetzt auch weiterführen dürfen. Ja. Und dass ich eben nicht jeden Tag in die Arbeit fahren muss und wir auch eben, sonst können wir unser Buchprojekt und so weiter auch gar nicht in der Form machen, weil es einem dann auch erst bewusst geworden ist, wie viel Zeit eigentlich drauf gegangen ist, nur dafür mal, dass man irgendwo hinfährt. Ja. Uns beide, also B hat 2018 schon aufgehört mit dem Hin- und Herfahren, aber also was man da eigentlich für Zeit verschwendet. Scheißt, ja. Ein Beispiel. Wir sind, seitdem wir zusammen sind, war unser Urlaub etwas, was für andere ein Horror ist. Also, wir haben selber kein eigenes Auto, aber haben eine Fahrgemeinschaft mit dem Schwiegervater und wir zahlen auch mit, ja. Und wenn wir es uns ausborgen, dann sind wir, wie gesagt, in England bis Schottland. Wir sind bis auf die Shetlandinseln bis zum nördlichsten Punkt aufgefahren. Und haben immer im Auto geschlafen. Und ich fahre, die Jasmin navigiert, das macht sie perfekt, und sucht während der Fahrt die Orte aus, Kraftorte aus, so die alten Brochs, also die Ursprünge der Burgen, Wikinger-Siedlungen und so weiter zum Beispiel. Und da fahren wir auf die Nacht, ich rede schon in der Gegenwartsform, weil es so präsent ist in uns, fahren wir zum nächsten Ziel, schlafen dort im Auto, dort wird alles von hinten nach vorn gerammt, das ist schon alles flachgelegt, es liegt die Matratzen drin am Bettzeug, wir klappen die Heckklappen auf und außer es regnet stark, dann muss man so ein bisschen überspannen und schlafen im Bäckerweh, auf engstem Raum und gewaschen wird in einem Fluss oder sonst irgendwas und jede dritte, vierte Nacht gibt es einmal ein Hotelzimmer zur Belohnung. Und das ist kein Qual, ganz im Gegenteil. Das ist, und gerade ein Land zu erleben, so wie es wirklich ist und nicht Tourismus geführt, sondern die Ursprünge eines Landes zu erleben und mit den Leuten an der Wurzel zu reden und Museen zu besuchen, Bunker, wo wir überall schon herumklettert sind. Also für den Kinofilm Der Soldat Monika haben sie uns in Frankreich in die Bunker eine begleitet. Das wird eh, Gott sei Dank ist es mitgefilmt worden, ja, damit man sich vorstellen kann, in was für Welten wir da unterwegs sind. Wir leben die Parallelwelt zu dieser Welt. Ja. Also wir sind gerne an unmöglichen Orten, wo wenig Menschen sind. Wir sagen, wir lieben Menschen, aber Hauptsache, sie sind nicht da. Ist nicht permanent. Das ist permanent, genau. Nein, aber für Massenansammlungen sind wir beide Nein, noch nicht. Oder das nicht mehr, sagen wir so. ja. Wir haben das alles, bevor wir uns kennengelernt haben, glaube ich, beide exzessiv praktiziert. Also, Also ja. diese Schilderung vom Urlaub soll ja Sinnbild sein, wie wir eingestellt sind und wie wir leben. Und das Ja. ist miteinander gewachsen. Das kannst du nicht ausdenken, sowas, Ja. ja. Oder wenn wir wo herumfahren und Jasmin sagt, ich komme eigentlich von der militärischen Schiene, nicht sie. Und sie sagt, bah, den Bunker, da müssen wir noch eine. Und sagt, den Bunker. Die geilsten Bunker hat es gesucht und dann haben wir Begehungen gemacht, oder schnallst du ab, was es da alles gibt. Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg und auch Kalter Krieg, das haben wir uns alles angeschaut und auch fotografiert. Also wenn man Fotoarchiv, wir brauchen gar nicht mehr in Urlaub fahren, das können wir bis zum Jahr 2070 auswerten alles neu. Ja. Ich möchte nochmal auf die bedingungslose Liebe. Also es klingt ja so, als ihr seid ja auch dann wirklich physisch konkret sehr viel zusammen und macht auch viel gemeinsam. Das habe ich jetzt so rausgehört, ne? Also, und dann geht es ja, denke ich, auch darum, dass man sagt, okay, man liebt bedingungslos, dass man sagt, die eigenen Erwartungen erfüllt man sich hoffentlich selber, die man stellt und projiziert es nicht auf den Partner oder auf die Partnerin dann raus. Ne? Also, wenn ich das jetzt so, vielleicht noch, um dieses Thema ein bisschen abrunden zu können mit der bedingungslosen Liebe, gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? Ja, also es hat sich bei uns auch eine eigene Sprache entwickelt. Im ersten Jahr schon. Ja, also das ist eine Sprache, die nur wir verstehen. Und die ist sehr kurz und sehr lieb. Ja, es hat einen eigenen Tonfall. Und manchmal, wenn wir miteinander blädeln, also meine Mutter und ihr Vater, die halten uns nicht wirklich aus.
da wir uns über irgendwas lustig machen und auf unsere Art und Weise liebevoll respektlos sind, das ist, da muss man sich dann auch wieder runterholen und sagen, hey, ah nein, man geht wieder voll aufs Gegenüber ein, weil man kann nicht erwarten, dass wir dauernd in einer Welt mit uns ist, aber wir haben uns über gewisse Art und Weise weltentfremdet und sind dadurch viel stärker in dieser Welt drinnen, falls du weißt, was ich meine. Ja, es ist ein Rückzug, ein bewusster Rückzug auf gewisse Art und Weise, schon lang vor einer Depression oder vor Covid gewesen, weil wir gesagt haben, weil wir beide in der Kindheit auch schon Ausgrenzung erlebt haben, wissen, wie Menschen auch sein können und auch die Stärke gefunden haben, zu uns zu stehen. Jeder mit seinem Rucksack. Und dafür lieben wir uns auch. Das ist das erkennt man und dann passt. Das ist wie wenn du auf einen Vortrag wen triffst und du merkst am Blick, hey, da ist Respekt da ist Achtung da, da ist eine gewisse gleiche Schwingung da, das kannst du nicht erzwingen. Das ist dann einfach so. Richtig. Richtig, danke. Also. Es ist ja auch so, also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen so den Bogen spannen, auch noch einmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man nämlich auch sagen kann, ihr seid offensichtlich sehr stark eben dann so, schon dieses duale Leben ist ja ganz wichtig. Es gibt allerdings auch, und das möchte ich jetzt nur wirklich direkt auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer richten, die nicht so dual gestrickt sind. Also wo man sagt, das ist ein anderer Charaktertyp, ja, die das jetzt nicht so unbedingt brauchen, diese Dualität, und die aber selber auch zufrieden sein. Also man muss jeder, denke ich, für sich selber rausfinden, was ist dir wichtig und wie tickst du am besten, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja kein Patentrezept für Zufriedenheit, für Glücklichkeit. Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, jeder sollte Partnerinnen, Partner haben, sondern man muss einfach schauen, wie tickt man am besten und womit ist man am zufriedensten. Also ich habe eine Partnerin wie die Jasmin gewünscht, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch in meinem sogenannten Transformationsprozess war, hätte aber gar nicht mit ihr umgehen können, weil ich noch nicht zu mir selber gestanden bin. Die hätte wahrscheinlich noch gar nicht kommen können, denke ich. Das wäre umgekehrt das Gleiche gewesen. Also ja. Das, weil da hat es vorher auch schon Frauen oder eben transsexuelle Frauen gegeben, wo es sehr wohl eine Beziehung möglich gewesen wäre, wo ich aber noch nicht so weit war. Ja? Das heißt, es gibt einfach für alles auch dann einen richtigen Zeitpunkt. Und ja, es gibt verschiedene Modelle natürlich und jeder hat andere Sichtweisen. Ich könnte mir jetzt auch ich konnte es mir damals und wahrscheinlich heute auch mit niemandem anderen so vorstellen, wie wir das haben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das meins ist. Also insofern, vielleicht sollte man auch einfach loslassen und sich dann auch einfach darauf einlassen, wenn sich sowas ergibt. Ja? Weil vielleicht bereut man es sonst nachher, dass man es nicht versucht hat. Ja? Weil oft hat man ein Bild, wie es sein soll, oder ein Gefühl, wie es sein soll, und wenn man es dann anders erlebt, dann ist es in Wirklichkeit genauso, wie man es gebraucht hätte oder wie man es braucht oder wie man es sich wünscht. Ja, also wie gesagt, ich denke eben auch, es kommt dann wirklich, wie es kommen soll. Und gerade wenn die Krisen sind, ob das jetzt so erzeugte Krisen sind, wie diese ganze Covid-Geschichte, ja, die ja vom Außen kommt und die jetzt im Innen nachschwingt, weil jeder leider verrückt gemacht wurde in dieser Zeit, dann, oder ob es jetzt wirklich eine Persönlichkeitskrise ist. Da geht es immer dann darum eben, und das haben wir, denke ich, eh schon angesprochen, dieses Nicht-Stehen-Bleiben und eben schauen, wie bewege ich mich weiter. Und ich denke mir auch immer, solange ich noch atme, und das waren immer die Sachen, wenn es mit dem Schlechtesten gegangen ist, solange ich dann noch atme, ist es gut. Das war auch das Erste. Ich war damals bei dieser Massenkarambolage dabei, da in Sivalchen, wo die 100 Autos zusammengeknallt sind. Und da war ich der Vorletzte drinnen. Und der Ölkontrollstab ist halt in der Windschutzscheibe gesteckt und es hat schon ganz schön duscht. Und das war eben auch so der Punkt, wo ich gleich geschaut habe, okay, ich habe zuerst Blut gespuckt, so auf dem Airbag. Und mir gedacht, naja, scheiße, vielleicht steckt was auch in der Rippen und es hat weh da halt an Brust gehabt. Ich glaube, ich habe eine Brustkastenprellung gehabt.
Und dann sind zwei Leute gekommen und wollten mich aus dem Auto ziehen. Ich habe gesagt, Moment, lass mich noch schnell sitzen. Ich checke mal schnell, ob was in der Lunge steckt oder nicht. Und die haben gesagt, nein, wir müssen jetzt rausziehen, weil da vorne brennen Autos. Und dann haben wir die halt rausgezogen. Und dann bin ich da so am Boden gelegen und in der stabilen Seitenlage, das hat wehgetan wie die Hölle. Und dann habe ich nochmal gesagt, okay, hat jetzt die Wirbelsäule was? Dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, okay, ich stehe im Schock, das habe ich gesehen. Wir haben so, nein, hat nichts. Also ich habe da nichts, ich habe immer selber so ein Ding. Und dann war immer das Nächste, eins nach dem anderen. Und immer so einatmen, ausatmen, einatmen. Und das war dann eben, wenn man so Krisen, wo man dann durchgeht, dann, es geht ja vorüber, alles geht vorüber, auf die eine oder andere Art. Ne? Mhm. Und ich denke mir dann einfach immer, es ist so wichtig, wir erleben alle Blödsinn und Scheiß und bei jedem war irgendwie die Muttermilch sauer zu irgendeinem Zeitpunkt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da gibt es jetzt das eine Kind, das da in der heiligen Welt und in der heilen Welt aufwächst. Und die Klienten, die glauben, sie sind, die hatten die beste Kindheit, sobald man da ein bisschen reinsticht, dann macht es ohne dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt einen Markt erzeugen für die Lebensberatung oder Energetik. Aber es gibt niemanden, der nicht irgendwelche Themen hat und manche können sie eben wirklich selber gut lösen, andere brauchen vielleicht wen dazu. Und ich denke mir wirklich, dass die Krise und so wie wir es jetzt auch erleben, auch jetzt wieder mit Ukraine, das ist eine äußere Krise momentan. Und das ist eben wieder auch keine innere Krise. Und ich glaube, wir können uns da, ich hoffe, wir sind uns da einig, dass wir sagen, lasst das nicht zu einer inneren Krise werden, diese äußeren Krisen. Mhm. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, oder beziehungsweise, wenn man eine innere Krise deswegen verspürt, den Anlass zu nehmen und zu erkennen, dass jede äußere Krise auf einer inneren Krise wurzelt im Endeffekt. Und dass wir es, wenn wir die innere Krise in uns auflösen, dann können wir die äußere Krise auch leichter akzeptieren. Weil dann können wir was verändern. Das hat ja gerade die C-Blödemie hat ja bewiesen. Ja, das Individuum wurde auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, und das haben sie ganz andere Beziehungen und gesunde Vernetzungen ergeben. Es waren Trennungen nötig. Wenn eine C-Blödemie eine Ehe auseinanderbringt, muss vorher schon Geld drinnen gewesen sein, weil diese Illusion dann aufgelöst wurde dadurch. Ja? Das heißt, die Krise im Außen kann ein Brandbeschleuniger für die persönliche Entwicklung werden. Mhm. Würde ich sagen. Und ja, nicht zur inneren Krise werden lassen, im Sinne von nicht narrisch werden lassen im Außen. Aber wenn man damit in Resonanz geht, gibt es einen Grund. Dann ja, gibt's, klar. Dann gibt es einen Grund, den man sich anschauen kann. Und dann kann man auch zu einem Lebensberater wie dir gehen, ja, im Linzer Raum, wo du eine Ahnung davon hast. Das kann man in Anspruch nehmen. Ja. Man kann auch zu mir kommen in Niederösterreich. Ich habe selber auch genug Hilfe in Anspruch genommen. Ja, 3 Jahre, du weißt das, allein die Ausbildung, die wir absolviert haben, sind nicht immer die leichtesten Jahre, weil du musst ja über dich selbst auch reflektieren. Und zumindest mein Leben hat sich aufgelöst und dann neu zusammengesetzt, die vorhandenen Bausteine, auch im Rahmen dieser Ausbildung und dann im Rahmen von 2 Ehen, die, du hast das eh gelesen, in TKNHL, horrend waren, ja, letztlich auch jede auf ihre Art und Weise und trotzdem nötig auch für mich und auch für die beiden Frauen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt erwähne, ja, dass sich da was verändert, ja, wenn man dauernd beim anderen was sucht und was beziehen will, was man selbst nicht hat, das kann letztlich nur im Chaos enden, wenn es nicht auf Gegenseitigkeit und auf Reflexion und Wertschätzung und der Liebe beruht. Und Liebe kannst du nicht erzeugen. Das kannst du nicht strategisch kalkulieren, das kannst du nicht planen. Die ist einfach da, das ist nicht da. Genauso wie Dankbarkeit. Ich muss noch kurz was richtigstellen. Ich bin kein Lebenssozialberater. Also ich habe zwar viele Ausbildungen bei Lebenssozialberaterinnen und bei Naturheilern genommen, also in Anspruch genommen oder auch gemacht, aber ich bin Energetiker grundsätzlich, also Humanenergetiker. Ah, okay. Das nur am Rande, also das nur zur Richtigstellung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da kein falsches Bild entsteht. Mache es aber jetzt seit 21 Jahren. Also ich bin schon eine Zeit lang im Sattel in dieser Branche. Ja, aber du hast doch viel mehr an Ausbildungen, die dich faktisch nicht von der Berufsbezeichnung her, aber
inhaltlich zum Coach oder zum Lebensberater machen, alles im Konglomerat. Ja, also auf der energetischen Ebene, ganz genau, ja. Genau. Ja, genau. Und es ist ja das Wichtige, weil du das erwähnt hast, ich noch kurz ein Schwank aus meinem Leben, also wie diagnostiziert wurde, dass meine Tochter Down-Syndrom hätte. Dann war auch der Punkt, das erste, okay, was ist mein Problem damit? Weil sobald ich das zu einem äußeren Problem gemacht hätte, dass ich immer denke, wie ist das, kann die alleine leben? Wie ist das, wenn ich nicht mehr lebe oder wenn meine Ex-Frau nicht mehr lebt? Wie ist das, wenn die in die Sexualreife kommt? Wie ist das, wenn es Leute blöd anschauen und dann irgendwie hänseln? Und da wusste ich relativ schnell, das bricht mir das Herz und da wurde ich ohnmächtig. Also musste ich das auf ein Tableau bringen, wo konnte ich damit umgehen? Und das war immer so, was ist mein Problem damit? Was ist mein Problem, dass ich eine Downy-Tochter habe? Ja? Und ich hatte eigentlich gar kein, der Witz war dann, ich bin dann drauf gekommen, ich selber habe irgendwie kein Problem. Mein Hauptproblem war nur, wenn ich das dann einmal meinem Kreis sage, meinen Freunden, Familie und die Schaumblät, gegen das musste ich mich ein bisschen wappnen. Ja, das war einfach das, wo ich mir dachte, okay, das war mein Problem, sonst hatte ich keins. Und ich denke, das muss man einfach auch lernen. Das sollte jeder lernen, dieses Thema, was ist dein eigenes und wo driftest du ab? Das erlebe ich halt dann auch immer ganz stark, wo Leute Liebe eigentlich mit Sorge verwechseln. Auch die Mütter, also wo die diese Sorge auf die Kinder draufwälzen und glauben, das ist Liebe, weil ich dich so lieb habe. Sorge ich mich ja um dich. Und das wird ja dann oft erdrückend, auch in Beziehungen. Ne? Dieses Bemuttern und Befürsorgen oder jemandem sagen, so sollst du sein. Und das gibt ja dann ganz schnell so einen Mischmasch, so einen ganz einen ungesunden. Naja, aber ich glaube, dass man das gar nicht so trennen kann. Eine Mutterliebe und ein Schutz und ein Versorgungsgedanke, das ist untrennbar miteinander verbunden. Ich weiß ja von meiner Mutter. Ja. Aber natürlich ist es manchmal lästig, aber es ist rein. Es kommt in der Regel aus dem Herzen. Das kannst du nicht erfinden, sowas. Ja? Also, und ich denke, eine Verbindung zwischen Mutter und Kind ist im Idealfall von bedingungsloser Liebe geprägt. Das ist eine andere Form der Liebe, wie es in Partnerschaften ist. Aber ich könnte das nicht trennen. Aber ich finde gut, was du angesprochen hast, Oliver, bezüglich der Angst vor einem Fremdbild, von dem du dann gar nicht gewusst hast, wie wird es überhaupt sein, nämlich die Reaktionen der anderen. Wie haben sie dann wirklich reagiert, wie du es dann gesagt hast? So, dass sie nicht gewusst haben, ob sie mir jetzt kondolieren sollen oder was jetzt. Also eigentlich mehr in Sorge, ja, wie geht es dem jetzt mir damit? Ja, also gar nicht auf der, also so war eigentlich das Hauptding. Und manche waren dann betreten, manche haben sie, das war halt gerade die Zeit, da hat jeder Kinder kriegt bei uns auch. Und dann, dass sie die fast geschämt haben, dass sie unter Anführungszeichen gesunde Kinder haben. Ja, oder ob da jetzt jemand neidisch drauf wäre. Das also war unterschiedlichst. Ja. Aber nein, also auch schon 14 Jahre her, also, oder 15 Jahre schon fast. Und wie ist dir dann damit gegangen? Du, es war einfach, ich denke, also ich hatte jetzt nicht so dieses, ich war da immer so ein bisschen in einer analytischen Position, weil ich das ja nicht persönlich genommen habe. Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich schicke jetzt das eine Spermium mit dem Knoten im Schwanz rein und mache ein behindertes Kind. Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt einen Einfluss drauf. Genauso, meine Ex-Frau hat das jetzt auch nicht so gemacht. Also es ist ja nichts, wo ich sage, boah, das war jetzt... Da haben wir jetzt irgendwie den größten Blödsinn der Welt gemacht. Ja? Ja. Also insofern, mein Gott, es passt schon. Ja? Also es ist dann, es hat sich dann auch relativ schnell gegeben. Hat dann eh gemerkt, man ist dann in andere Kreise gekommen natürlich. Ne? Natürlich auch eher mit Familien, die dann Downies hatten als Kinder. Und ja, und das ist halt dann einfach ja, eine andere, einfach ein bisschen anders gewesen. Ja. Es hat ein Heerespsychologe, den ich sehr schätze, hat ein schwerstbehindertes Kind mit seiner Frau. Und er ist dann nach Indien. Und dort hat ihm eine sehr weise Frau gesagt, weißt du eigentlich, was das für eine Gnade für dich ist? Du lernst durch das Kind die bedingungslose Liebe. Damit ist das alles für ihn... Die Reaktionen der anderen, das ist für ihn dann völlig weggefallen. Ja, also das
ist auch eine Form des Umgangs damit. Und ich finde ganz wichtig, dass Menschen lernen, zu sich zu stehen, wie sie sind. Ja. Wie sie wirklich sind. Und nicht, wie die Gesellschaft uns gerne haben würde, sondern dass man einen Weg, jeder einen Weg auf seine spezielle oder ihre spezielle Art und Weise findet, ihrer Seele, ihrem Innersten nach außen Ausdruck zu verleihen. Ohne sich aufzuzwingen, ohne künstlich zu wirken, sondern einfach, weil es so ist. Da gibt es dann keinen Grund mehr für Rechtfertigung. Was glaubst du, was wir ihm, mein Leben oder auch die Jasmin, was wir uns schon alles angehört haben, also von bei mir Transe, dieses Schimpfwort, bis hin zu die Monika Donner hat keine Gebärmutter, kann keine echte Frau sein, bis hin, dass uns Jugendliche auf der Straße in Wien Lesben, Lesben, Lesben. Und dann schreien wir noch, ja und, hallo? Ja, dann gehen sie eh weiter. Also, was glaubst du, was wir alles abkriegen? Ja, also, da musst du drüber stehen. Es hilft nichts. Oder du passt dich so an, dass du untergehst. Dann werden die Leute depressiv. Und ich bevorzuge es, aggressiv zu sein. Also rauszugehen und mich so zu präsentieren, wie ich bin. Ich glaube, das ist gesünder. Definitiv. Also da bin ich auch davon überzeugt. Ja. Und Normalität in dem Sinn, das ist ja eben der Punkt, was ist denn schon normal? Ja, und das ist ja eben genauso dieser Punkt. Und wenn man eben, was du nicht willst, was man mit dir tut, das füge auch keinen anderen zu. Ja. Und wenn man nach dem Ding ein bisschen mehr leben könnte, war ja die Sache eh schon ziemlich klar, würde ich sagen. Ja. Genau. Es kann ja grundsätzlich jeder andere, also jeder machen, was er mag. Ja. Und solange es den anderen nicht verletzt, ist alles okay, denke ich. Und genau. Sich selber nicht verletzt. Ja. Hat er auch schon mal gesagt. Ne? Also erzieh deine Kinder so, dass sie sich selbst nicht verletzen und keine anderen verletzen. Dann hast du mehr, brauchst du nicht. Genau. Mehr ist nicht nötig. Ja. Und ja, und darum denke ich, ist es wurscht, ob du jetzt das Gefühl hast, du bist Superman oder Superwoman, Wonder Woman, Supergirl, wie auch immer, sondern oder du bist gerade im tiefsten Loch. Wichtig ist nur, dass man sagt, es gibt einen Weg und es gibt deinen Weg. Es gibt nur deinen Weg und den spürst du in dir, denke ich. Und der ist auch da. Und ja, und ich denke, so können wir das dann langsam ein bisschen so den Ausklang finden. Den Ausklang finden, ja, genau. Ja, das ist auch das Phänomen. Also, wie ich dank dieser C-Blödemie und der kurz vorher schon bewältigten Depression dann wieder zu mir zurückgefunden habe, ist mir ja klar geworden, warum ich überhaupt depressiv geworden bin. Weil ich den Abholpunkt, die Krisen, da bin ich hängen geblieben in einem dauernden Abwehrkampf mit Medien, Politik und so weiter. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich sagen will. Mein Seelenauftrag, mein Herzensauftrag in dieser Welt ist, die gelebte Individualität zu vermitteln. Das ist mein Daseinszweck, wenn es überhaupt einen gibt. Ja? Und das erfüllt mich. Und wie ich das erkannt habe, ist das Eis gebrochen. Es war das Buch Corona-Diktatur draußen, das haben genug Leute gelesen. Und die haben sie dann viel Leute, wie wissen sie ja, gefragt, wo nimmt die eigentlich ihr Kraft her? Ja, da steckt auch Leid dahinter. Da steckt das Durchwarten durch viel Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, steckt da dahinter und dann die Kraft aus meiner Seele zu schöpfen. Und das ist eine fast schier unendliche Kraftquelle, ja, wenn man es zulässt. Dann entsteht auf einmal das Phänomen, dass ein Mensch im Außen was bewirkt, weil er sich innerlich verändert hat. Und da möchte ich jetzt gar nicht länger drüber philosophieren. Das ist die Realität. Ich möchte gar nicht begründen, warum ist das jetzt so? Warum funktioniert das? Das wäre jetzt wahrscheinlich die nächste Frage für so manche. Das ist irrelevant, das Warum. Es funktioniert, es ist so. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und man muss es ausprobieren, weil das ist eben auch was, weil das erlebe ich so oft und das tut mir dann so leid, dass die Leute nicht dranbleiben an den Sachen und dass eben nicht, das ist wie beim Training, wenn ich sage, ja, Kraftsport ist gesund und ich hebe zweimal Hanteln und denke mir, na gut, meine Muskeln sind jetzt nicht gewachsen und genau dasselbe ist es ja auch mit der inneren Stärke, mit der inneren Stabilität, der inneren Klarheit und dem inneren Bewusstsein. Das ist ein Muskel, der gehört trainiert. Mhm. Genau. Und ja. Und das ist vielleicht eben auch noch ein Aspekt. Ich mache seit meinem 16. Lebensjahr Kraftsport. Ja? Und
Habe gestern gerade wieder 140 Kilo auf der Bank gedruckt, im Glauben, dass ich 120 oben liegen habe und habe mich. Nee, wir haben 142, ja. Ich hab vergessen, dass ich statt einer 20er eine 10er aufgetue. Ja. Und wundere mich dann, warum geht das nur einmal? Und dann habe ich mit den 120 5x5 gesatzelt. Ja. Ich bin gerade im 5er-Programm drinnen. Und ja, und diese auch die physische Kraft. Wir haben einen Körper und es hat einen Grund, warum der Mensch 99% der Zeit, in der er auf der Welt existiert, Nomade war, herumgezogen ist, Sachen bewegt hat, gehoben hat, Ackerbau, auf Tieren reiten, alles viel physisch in Verbindung mit der Natur. Da muss man aus meiner Sicht in diesem Industriezeitalter, wenn man hauptsächlich wo herumsitzt und tippt, Alternativen finden, damit der Körper in Bewegung bleibt. Das ist das Transportmittel unserer Seele. Ja? Also wer glaubt, dass das Spirituelle ist, sich zu Tode zu fasten und regungslos in der Ecke zu legen, dem kann ich nicht helfen. Also es geht darum, dass wir unseren Körper stärken. Ja? Und wenn man es nicht beruflich macht, dann halt sportlich. Und dasselbe gilt, wie du sagst, natürlich auch für die Psyche. Ja. Dass wir lernen, dass wir eine innerliche Ritterrüstung uns aufbauen, nicht um uns zu verschließen, sondern ein Gerüst, das stark genug ist, um Krisen zu bewältigen. Die Krisen sind da, die sind die Realität. Da hat meine liebe Freundin von mir das Bild gewählt, der Teflonpfanne. Die hat gesagt, sie denkt immer, na, da hat sie das Teflon trainiert, dass alles abperlt und nichts anhaftet. Das ist gut, das ist super. Das ist ein super, super Bild, das mag ich echt. Voll gut, ja. Ja, liebe Jasmin, hast du weise letzte Worte noch? Jetzt haben wir wieder dahin palabert. Ich weiß gar nicht, einfach nur offen sein für neue Wege. Und gerade das haben die letzten 2 Jahre, glaube ich, gezeigt, dass man immer was Neues starten kann und dass das Alte wahrscheinlich eh blöd war. Man hat sich nur lange genug eingeredet, dass es eh super ist. einfach die Angst beiseite schieben, dass das Neue schlecht ist, sondern einfach offen in eine neue Zeit, in eine neue Welt gehen und eben, was du vorher gemeint hast mit den äußeren Krisen, ja, die sind da, die werden immer da sein, weil die Menschheit halt ist, wie sie ist, ja? Die oberen genauso wie die unteren. Es wird aber immer Menschen geben, die was ändern, es wird immer Menschen geben, die sich in Grüppchen zusammentun und was Gutes tun, was Gutes verändern, einfach da die Vernetzung suchen und einfach ja, offen in die neuen Zeiten gehen. Danke zu den Krisen noch einmal. Also mir fällt jetzt gerade dieser Billy Joel Song ein, dieses We Didn't Start the Fire. Und ich sage auch immer, die Welt hat immer schon gebrannt. Und wir können die gar nicht so sehr löschen aus uns raus. Also das müssen wir einfach als gegeben annehmen, denke ich mal, dass es immer diese Krisen geben wird. Ja. Super, wunderbar. Ja, gut, dann denke ich, haben wir es geschafft, oder? War cool. Also hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen geredet haben über die Liebe, über die Beziehungen, über die Krisen. Und ja, es war wie immer ein Vergnügen und heute sogar ein doppeltes Vergnügen mit der Jasmin und der Monika. Also vielen Dank da von meiner Seite. Dankeschön, lieber Oliver, für deine Präsenz, auch für die tollen Fotos, die du machst. Ja, also Vorträge und so weiter, echt cool. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder in Natura sehen oder bei der nächsten Sendung. Ja. Ich freue mich ebenso. Und ich schließe mich bezüglich der Schlussworte natürlich voll inhaltlich der Jasmin. Sehr gut. Also dann eine gute Zeit. Danke. Danke. Ciao. Ja. Super. Tschüss. Für dich. Ciao. Ja.